Hallo und herzlich willkommen zu Russia Fishing 4. Heute sind wir nochmal am 18er See und versuchen mal die eine oder andere Quappe zu fangen. Und ja, die Matchquote haben wir mit Käse draußen. Gucken wir mal, was da geht. Und eine haben wir mit Muschel draußen. Und da warten wir einfach mal ab, was jetzt so hier so abgeht. Ob überhaupt was beißt. Und die Frage ist, wenn ja, was? Ja, viele hatten ja Serverprobleme, die sind jetzt behoben. Also da sollte jetzt einwandfrei funktionieren. Solltet ihr natürlich weiterhin irgendwelche Probleme haben, einfach mal bitte die Logdatei an support@r4game.de schicken, damit die Programmierer sich das mal angucken können, woran das liegt. Schmeißen die Matchroute nochmal neu aus. Bisschen weiter raus. Oh, da ist besser. Da gucken wir mal, was wir hier so fangen. Vielleicht kriegen wir die eine oder andere Quappe auf dem Filet dran. Gerade habe ich schon mal eine Quappe gefangen vor der Aufnahme. Kann ich ja schon mal zeigen hier, 2,35 Kilo. Weil das ist ja jetzt wichtig, dass man immer unterschiedliche Fische fängt. Wenn das ist zwar, glaube ich, wieder so rausgenommen. Mit diesem 50 Silber. Aber trotzdem sollte man immer unterschiedliche Fische fangen und nicht nur auf denselben Fisch gehen. Uns fehlen jetzt noch 0,7 Millionen. Also 700.000 XP. Fürs nächste Level. Mal gucken, ob wir die heute vielleicht voll kriegen. Aber ich denke, wird schwer auf jeden Fall. Heute Abend streame ich wieder ab 19 Uhr. Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Welchen Fisch wir gehen. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Vorschläge. Könnt ihr ja einfach mal in die Kommentare hauen. Dann werde ich mal gucken, was sich so machen lässt. Aber selbst hier auf der Matchroute geht gerade gar nichts. Wichtig ist halt bei den Grundrouten, dass man immer guckt, dass der Köder noch dran ist. Dann ist hier das weg, wenn der Köder nicht mehr dran ist. Aber hier ist noch alles dran. Spann nochmal die Schnur ein bisschen nach. Aber es ist gerade echt still hier.
Aber das ist ja oft so, dass mitten in der Nacht dann nicht so viel geht. Können wir gerade mal auf den Verschleiß hier gucken. Der hält sich an den Grenzen 0,4 bis jetzt. Und hier haben wir auf der Bremse 2 und auf den Lagern 2,9. Da ist alles noch im Rahmen. Hab damit jetzt auch schon wieder ein paar Fische gefangen. Also das passt jetzt so einigermaßen. Man muss dann nur mal halt sehen, was das kostet, die Reparatur. Aber die Fische wollen irgendwie heute nicht. Na, ich bin mal gespannt auf den nächsten Fluss, der dann irgendwann jetzt kommt. Dennis hat ja schon geschrieben im September. Da bin ich echt mal auf jeden Fall gespannt. Und dann besonders auf die Störe, die da kommen. Und die der Marmorkarpfen. Aber wahrscheinlich werden wir dann für die Störe sowieso noch neues Equipment brauchen, weil mit dem Equipment werden wir die nicht rausbekommen. Aber das werden wir dann noch sehen. Aber bis jetzt tut sich hier gar nichts. Was haben wir denn hier für einen Haken drauf? 12er. Also da müsste normal auf jeden Fall was gehen. Auch wenn wir damit Ausschlitzer bekommen. Aber auf Grund geht auch nichts. Köder sind noch alle dran. Da ist es auf jeden Fall wichtig, dass man immer wieder guckt, weil ich habe jetzt schon ein paar Mal gehabt, da habe ich die eine ganze Zeit lang draußen gehabt. Und dann war kein Köder mehr dran. Ja, und dann ist logisch, dass da nichts bei ist. Ich weiß gar nicht, ob das bei Pose ist. Also bei Pose habe ich es bis jetzt noch nicht festgestellt. Dass irgendwie die Köder weg sind. Wir werden hier mal ein paar Maden drauf machen. Weil auf Käse tut sich ja hier gerade gar nichts. Vielleicht, dass wir so einen Fisch fangen. Was wie ein Karpfen gefangen worden im Chat. War jetzt auch lange Zeit gar nichts. Da kann man auch ein bisschen. Sieht auch nach einem Karpfen aus. Warten wir mal, bis der ein bisschen abzieht.
Oh, der hängt. Am Anfang erstmal auf jeden Fall nicht so viel Spannung drauf, damit der uns nicht ausschlitzt. Das ist sehr wichtig. Scheint aber schon ein bisschen größer zu sein. Aber gebremst bekommen wir nicht. Ah, jetzt kommt er aber schon langsam. War wahrscheinlich die erste Flucht, wo er so stark wegzog. Aber das kann man halt sehr schlecht abschätzen, was man immer so fängt. Deswegen ist so ein bisschen stärkeres Equipment gar nicht verkehrt. Wenn da mal so ein Karpfen. Na, ausgeschlitzt schon wieder. Ja, aber das kann auch daran liegen, weil der Haken jetzt zu klein ist. Das ist auch immer sehr wichtig, dass man dann den richtigen Haken da drauf hat. Jetzt haben wir einen Anhänger. Frei. Gerade Hallo schreiben. Oh, vielleicht kriegen wir ja noch einen dran. Gucken wir mal. Vielleicht sollte ich auch mal wieder auf größere Haken gehen. Ich weiß es nicht. Die habe ich ja noch von der Goldschleie dran, die Haken. Aber jetzt habe ich gelesen, mit dem Einserhaken ist auch schon eine Goldschleie gefangen worden. Also. Ist die Wahrscheinlichkeit ja nicht gegen Null, wenn wir was größer werden. Müssen wir einfach mal ausprobieren. Da kann man auch schon wieder ein Biss. Machen wir die Bremse ein bisschen loser. Der hängt auch, das ist aber was Kleineres. Gucken wir mal, was wir da haben. Oh, einen kleinen Karpfen. Aber ich habe momentan auch sehr viele Ausschlitzer. Muss ich mal gucken, ob wir das nicht irgendwie minimieren können. Durch größere Haken zum Beispiel. Ja, weil da habe ich jetzt einen 12er drauf und. Ja, muss ich mal gucken. Das ist auch nicht so das Wahre.
Ja gut, dann würde ich sagen, dann war's das wieder für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!